Hier ist Ranja und heute gibt es eine neue Folge Phoenix. Wir haben letztes Mal die Spuren eines Drachen verfolgt. Ich würde sagen, mehr oder weniger erfolgreich. Und auf dem Weg ein kleines Einhorn gefunden. Für das Einhorn habe ich übrigens, habe ich glaube ich letztens auch schon gesagt, eine Rüstung. Das heißt, die ziehen wir dem jetzt erstmal an. Dann sieht es auch schick aus. Ich habe leider noch keinen Sattel. Ich glaube, auf einer Rüstung kann man nicht normal reiten. Lass uns das mal... geht nicht. Okay, das ist natürlich ärgerlich, aber wir finden bestimmt irgendwo einen Sattel. Das kann ja nicht so schwer sein. Denn wir haben uns auf die Spuren des Drachen begeben. Ich baue mir jetzt übrigens jetzt erstmal einen kleinen Zaun, damit mein kleines Einhörnchen nicht wegrennt. Ich habe in den Kommentaren gelesen, es waren relativ viele Vorschläge. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, wie baut man denn so einen Zaun? Baut man den nicht so? Momentchen mal. Lasst mich mal kurz schauen, wie man so einen Zaun baut. Oh, man braucht Blöcke an den Seiten. Alles klar, Blöcke an den Seiten kommen sofort. Denn ich habe geguckt, ich fand Sparkles ist ein schöner Name. Wir nennen es jetzt Sparkles, okay? Abgemacht. Okay, was ich auch noch sagen wollte, ist, ich meine, ich habe auch gesehen, dass ich wohl den guten Flo nicht wirklich getötet habe, sondern dass er nur an Fallschaden gestorben ist. Das heißt, wir haben die Töte-einen-Mitspieler-Quest natürlich noch nicht. Ich muss natürlich noch einen Mitspieler töten. Ich bin mir nicht sicher, ich will den Flo jetzt nicht zu sehr ärgern. Ich habe eigentlich nicht wirklich was Schlimmes gemacht. Ich habe ja nicht sein Haus in die Luft gejagt oder sowas. Aber so, jetzt ist das Pferdchen noch eingesperrt, beziehungsweise das Einhorn. Ja. Nein, ich habe ja nichts gemacht, aber er ist ja trotzdem gestorben. Es war ja trotzdem eine Falle. Das heißt, wir können uns jetzt mal um Tops kümmern und schauen, ob wir den irgendwie töten können. Auch wenn das jetzt nicht so freundlich klingt, aber ihr wisst schon, was ich meine. So. Ich meine, wir müssen ja die Quests durchkriegen. Was soll ich jetzt tun? Ich weiß nicht genau, was da oben ist. Aber ihr habt gesagt, es war irgendwo ein Drachennest hier in der Nähe. Das heißt, ich suche jetzt dieses Drachennest. Es ist mir egal, wie lange wir heute hier sitzen, wie lange ich aufnehmen muss. Das ist eine Höhle. Ist mir ganz egal, wir finden heute einen Drachen. Alles klar? Und wenn ich hier bis übermorgen sitze. Ah, so, was haben wir denn hier? Wie viele Schafe haben wir denn schon gekillt? Die drei. Okay, drei. Drei ist echt wenig. Diese Quest resettet leider ab und zu. Das ist ein bisschen unpraktisch. Aber ich meine, es ist wie es ist. Wir können einfach mehr Schafe töten. Das ist jetzt ja nicht so schwierig. Oh, Moment, den Sprung habe ich nicht geschafft. Jetzt. Nein, das kriegen wir schon hin. Das sind ja nur 15 insgesamt. Das heißt, das ist nicht allzu weit weg. Ich möchte als Erster mit den Quests fertig werden. Oder nicht unbedingt als Erster. Ich glaube, das ist unrealistisch, weil ich ja Minecraft mehr oder weniger gerade angefangen habe. Ich weiß, ich sage oft sowas wie, oh ja, ich werde gewinnen. Was zur Hölle? Also ist das ein Lama? Ist das ein Lama mit Hut? Ich sage ja oft, vielleicht ist es eine Ziege. Mit Hut und Pfeife und Schleife. Da fliegen Blöcke rum. Ich sag jetzt so oft sowas wie, oh ja, ich werd Phoenix gewinnen, aber realistisch betrachtet bin ich froh, dass ich überhaupt ein Haus habe. Moment. Das sieht so affig aus. Es tut mir leid, aber das sieht so affig aus. Oh mein Gott. So, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich noch der komplette Nubbel in Minecraft bin. Ich habe vor, ich glaube, das ist meine 22. Folge, die ich heute aufnehme. Und ich habe Minecraft davor ewig lange nicht angefasst. Das ist nicht mal mein Account. Ich habe nicht mal einen Minecraft-Account. Das ist der von meinem kleinen Bruder, den er früher benutzt hat und den er jetzt nicht mehr braucht. Deswegen, ich glaube, ich weiß nicht, ob man das irgendwo nachgucken kann, aber der Account hieß, bevor ich ihn umgenannt habe, in richtig Ranja, irgendwas wie It's Jus PvP, weil mein Bruder Justus heißt und er hauptsächlich PvP gespielt hat. Naja, also das ist das Level an Nubbeligkeit, mit dem ich hier unterwegs bin. Das sind, glaube ich, nur Knochen gewesen. Okay, lasst uns mal weiter gucken. Ich habe hier ehrlich gesagt die Spur verloren. Bin ich ganz ehrlich? Ich war letzte Folge an was dran. Das kleine Schaf verschonen wir. Ich bin ja kein Unmensch. So, wir haben immer noch 3 von 15. Das ist natürlich ärgerlich. Hallo? Okay. Ist jetzt erstmal ein Brett. Aber vielleicht ist es auch einfach kurz verbuggt und wir können später nochmal versuchen. Ich sag, wir versuchen es später einfach nochmal. Nee, aber, ja. So ist es nun mal. Lasst uns mal
gucken, ob wir hier irgendwelche Spuren finden von Drachenaufenthalt. Ich meine, hallo, ich will einfach nur einen Drachen, okay? Das ist alles, was ich vorhabe. Ich will einfach nur einen Drachen finden. Will ich den Drachen töten? Möglich. Ich habe nämlich gehört, wenn man einen Drachen tötet und man Glück hat, dann kann er nämlich ein Ei legen. Und, ist das ein Haus? Hallo? Hallo, Mini-Villager. Seht ihr die? Die sind ja winzig. Moment. Mach hier mal zu. Ja, wie sind sie? Warum ist denn da Erde? Und Stein. Hä? Was ist das für ein ineffizientes Haus? Ich bitte euch. Okay, wir fliehen jetzt hier. Was? Das ist ja crazy. Nein, also. Wie gesagt, ich bin froh, dass es alles so läuft, wie es läuft. Und ich immerhin jetzt ein Haus habe. Komme ich da rein? Nee. Kann ich hier nur reinbauen. Die Leuchtsteine nehme ich mal mit. Dass ich ein Haus habe, ich habe auch gehört, Flo hat gelbe Kristalle. Das heißt, da müssen wir vielleicht mal nachfragen, ob er da was tauschen will. Dann kann ich auch die Tauschquest machen. Vielleicht kann ich auch mal gucken, ob es noch irgendwie Sachen gibt, wie zum Beispiel, dass ich einen Shop bauen kann. Ich habe generell überlegt, einen Shop zu bauen wäre wahrscheinlich keine schlechte Idee. Aber ich will jetzt erstmal einen Drachen finden, okay? Das heißt, je nachdem, wie erfolgreich wir heute sind, muss ich nächste Folge halt einen Drachen finden. Aber wir finden erstmal einen Drachen. So, das ist meine Priorität Numero Uno. Ja, mal gucken, ob hier irgendwas drin ist. Kann ja sein. Nee, nee. Und wieder raus. Hier ist echt viel Kohle, aber ich will die ganze blöde Kohle nicht abbauen. Das ist mir nämlich zu aufwendig und Kohle ist es jetzt auch nicht unbedingt wert. Komme ich hier unbeschadet runter? Ja. Ja, oh mein Gott. Jump and Run Mastermind. Diese Villager sind so winzig. Wieso sind die denn so winzig? Und wieso ist der immer Sackgasse-Geschichten? Okay, kommen wir hier raus. Ja, da kommen wir 1A raus. Cobblestone ist immer praktisch. Wenn man ein bisschen Stein dabei hat, dann kommt man überall durch die Gegend. Merkt euch das. Wichtige Lebenslektion. So, hallo. Und wir brechen einfach überall ein. Das ist nun mal so. Das ist, was ich tue. Ich bin ein Einbrecher. Also nicht im wirklichen Leben, aber ich bin ein Minecraft-Einbrecher. Hallo. Was verkaufst du mir? Nichts. Die verkaufen leider immer ein bisschen wertlosen Kram. Und wir haben ein super volles Inventar. Schon wieder, merke ich gerade. Wieso ist unser Inventar eigentlich immer voll? Ich habe sogar so eine Schalkerbox, aber das Inventar ist immer. Und war wirklich immer, immer, immer voll. Das kann doch nicht sein. Okay, so. Jetzt die Stadt haben wir uns angeschaut. Hier sind wieder unsere Lamas mit Zylinder und. Hallo! Was machst du? Hat der nur ein Auge? Ist der friedlich? Der hat mich jetzt nicht angegriffen. Ich würde ihn eher, ich esse mal kurz was, als friedlich einstufen, aber er schubst hier die Schafe weg. Ich meine, bist du ein friedlicher Zeitgenosse? Er hat halt so einen verzauberten Bogen, gell? Da muss man halt mal überlegen, ob ich den mir irgendwie schnappen könnte. So, wir bauen mal kurz den Boden unter ihm ab, damit er uns hier nicht davonrennt. Nein, 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 das war nicht der Plan. Oh mein Gott! Warte, warte, ist das ein Drachen, das da fliegt? Warte, 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 wir müssen den schnell töten. Sonst habe ich nämlich ein Problem, weil der schießt auf mich. So, okay. Ich glaube, das ist ein Drachen, oder? Ich habe jetzt nicht so genau hingeguckt. Aber es fliegt und es ist groß und es ist schwarz und es sieht für mich aus wie ein Drachen. Das heißt, wir folgen jetzt dem Drachen. Er macht aber eher so ein bisschen. Naja, Adlerschreie? Vielleicht ist es ein Adler. Aber vielleicht ist es auch ein Drachen. Wir wissen es nicht. Unbekannt, unbekannt. Ich habe jetzt. Ich weiß nicht genau, wie Drachen in Minecraft aussehen. Aber ich glaube. Also. Ich habe nur ganz am Anfang, als in der ersten Phoenix-Folge einer aufgetaucht ist, einen gesehen. Aber das hier sieht wirklich mehr aus wie ein Adler. Aber der bleibt auch nicht stehen. Es ist mir auch egal, ob das jetzt ein Adler ist. Ich möchte den trotzdem gerne töten und looten. Nur um jetzt hier mal klarzustellen, was ich hier treibe. Wir verfolgen den jetzt. Wir sind hier auf einer Mission. Diese Mission ist, wir folgen dem Adler, der uns zum Drachen führen wird. Okay, das ist ein Fakt. Bam. Oh, guck mal, hier sind so Stein. Keine, nicht Stein, Eisdingsees und Lava. Die Landschaft hier ist nicht schlecht. Okay, ich glaube, das ist wirklich ein Adler. Aber hier, guck mal an. Kohle ohne Ende. Und schon wieder Villager-Dorf. Diese Villager-Dörfer sind echt überall. Der bleibt nicht stehen. Setz dich hin. Oh, guck mal, da ist noch einer. Setz dich hin. Setz dich jetzt hin. Ich möchte dich gerne
hauen mit meinem Schwert des Eisens. Was scheinbar... Ach, ich lese immer die Kommentare und dann bin ich voll entmutigt, weil ich denke, oh mein Gott, mein Schwert macht so viel Schaden. Das ist der Wahnsinn. Und dann sind da Leute, die dann sagen, ja Ronja, es macht nur 9,5 Schaden. Das ist tatsächlich nicht so viel Schaden. Es geht bis 100. Und man sitzt da so da und denkt sich, nein. Naja. Aber daran merkt man, ich bin noch kein Profi. Ich habe erst angefangen. Ich bin aber trotzdem ganz zufrieden mit dem, wie es läuft. Aber okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt können wir den erlegen. Okay, pass auf. Mit dem Bogen. Ne, mit dem Schwert. Denn der Bogen braucht zu lange zum Zielen. Vielleicht schaffen wir es doch mit dem Bogen. Okay, Moment. Oh, die Schafquest hat aktualisiert. Ich bin da eigentlich nur aus Versehen drauf gekommen. Aber die Schafquest hat aktualisiert. Wir brauchen nur noch 3 Schafe. Habt ihr das gesehen? Coolio. Das heißt, wenn wir das nächste Mal an Schafen vorbeikommen, können wir die Quest schon mal machen. Dann sind wir... Ich glaube, was ist denn die Quest? Bauer? Bauer oder irgendwie Farmer oder irgendwas in die Richtung? Habe ich ihn jetzt verloren? Er ist jetzt hinter diesem Baum verschwunden und ich finde ihn nicht mehr wirklich. No, jetzt ist er weg. Ich kann nicht meinem Adler folgen. Es waren 2 zeitweise. Und ich kann nicht mal die Spur behalten von dem. Och nö. Och nö, das ist doch doof jetzt. Okay, was haben wir hier? Die Bestie. Finde einen Drachen. Wir sind noch dran. Wir sind noch dran. Der Adler ist uns egal, ja? Das war eh nicht unser Ziel. Wir finden jetzt einen Drachen. So. Hab ich schon gesagt, dass wir jetzt einen Drachen finden übrigens? Ich weiß es gar nicht, aber... Da war einfach grüner Schleim in der Luft. Das ist so, oh ja, hier hat jemand hingerotzt. Tschup, bitteschön. Ein Schleim für sie. Ah, Mist. Wo ist denn dieser fiese... So, 2. Und jetzt brauchen wir noch ein drittes Schorf. Ich bin mir nicht sicher, ob die Babyschafe zählen, deswegen töte ich die nicht. Und ich fühle mich grausam, die Babyschafe zu töten, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, für die, das nicht wissen, ich bin im Real Life Vegetarier. Das ist meine Ausrede. Deswegen töte ich keine Babyschafe in Minecraft. Aber normale Schafe sind okay. Skelett, du nervst mich jetzt nicht. Oh mein Gott, ist das schon wieder eine von diesen Goldminen? Was? Okay, entweder ich bin einfach gefühlt die luckyste Person, die es so gibt. Oder... Ich weiß nicht. Ich gehe da aber nachher erst hin. Ich möchte jetzt erstmal einen Drachen finden. Ihr habt mich ja letztens schon eine Goldmine looten sehen. Aber da merken wir uns, dass da eine ist. Wie auch immer. Es heißt wahrscheinlich nicht Goldmine. Warte. Das ist aber jetzt was anderes. Das ist ein Drache! Ja! Und ein richtiger Adler. So ein weißer, ha? Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Okay. Den haben wir erlegt. Ach, Kinderspiel. Okay. So. Erste Heldentat, wir töten die Spinne. Zweite Heldentat. Holy moly, ist der riesig. Oh Gott. Aber er versucht sich nicht so sehr zu wehren. Wir haben das. Ich hab dich, Drache. Ha. Ich habe ein bisschen Attack Speed geskillt. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Warte, ist er tot, oder? Wieso droppt er jetzt kein Loot? Hallo? Ist er nicht tot? Muss ich dann... Er bewegt sich, aber ich glaube, das ist mehr, weil ich die Leiche umherschiebe. Okay, erstmal, wir haben einen Drachen gefunden und wir haben den Drachen erlegt und so einen komischen Geier. Yay, wir sind hier so gut. Aber, upsala. Das war nicht beabsichtigt. Stopp. Hallo, ich würde gerne Loot haben. Danke. Hallo? Loot? Hallo? Wieso? Also, wieso ist denn jetzt diese Leiche da? Ich kann da mit dem... Also weder mit Schwert noch mit anderen Sachen komme ich da wirklich ran. Ja gut. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber wir können die Drachenquest abhaken. Aber wir müssen erst einen Haken setzen. So. Da-ding, da-ding. Quest complete. Die Bestie. Wir haben die Bestie erlegt. Wir haben halbwegs viele Quests, oder? Wir sind gar nicht so schlecht dabei. Ich weiß nicht, wie weit die anderen sind. Ich muss mal gucken. Beziehungsweise fragen. Aber wir sind, ich würde sagen, auf jeden Fall im Mittelfeld. Das würde ich mir geben. Also das Mittelfeld würde ich sagen, bin ich dabei. So.
Bam. Okay, da ist ein Enderman, den fighten wir. Ich weiß jetzt nicht genau, wo er ist. Ich höre jetzt nur noch Geräusche. Ich glaube, er hat mich irgendwo hin teleportiert. Machen die das? Enderman, wo bist du? Sind es die sterbenden Geräusche von ihm? Ha. Huh. Okay, lass uns mal lieber weggehen. Das ist eher semi-erfolg. Ist dieses Skelett immer noch da? Das ist richtig aufmüpfig, ha? Huh? Ey! Jetzt zündet der mich an. Warte, gehen wir kurz zu Wasser? Obwohl, jetzt ist das Feuer auch schon aus. Ja. Was ist ein Frechdachs? Naja, okay, wir gucken uns auf jeden Fall jetzt nochmal diese Drachengeschichte an, okay? Weil es kann ja nicht angehen. So. Der Drache ist irgendwie in diese Höhle abgesunken. Ich habe kurz in der Zwischenzeit vielleicht gegoogelt, ob das mit Drachen normal ist. Dass die einfach sterben und dann weg sind. Moment, lass mich mal kurz was checken. Aber er ist jetzt in dieser Höhle, okay? Er liegt jetzt hier unten. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn eine Weile suchen müssen, bin ich ganz ehrlich. Weil er auf einmal nicht mehr im Wasser war. Und dann, naja, habe ich mich hier an der Seite reingebaut. Ist er irgendwie durch die Textur geflutscht? Weiß nicht genau wie. So. Aber ich habe nicht wirklich was gefunden. Also, ich habe auch nicht lange geguckt, aber jetzt habe ich mir gedacht, komm, bevor ich jetzt hier 5 Stunden lang irgendwie googeln muss und vor diesem Drachen stehe und 20 Mal mit meinem Diamantschwert dagegen haue, loote ich erstmal die kleine Goldkistenabteilung. Oh, hier ist so viel Kram drin. Und ich meine, was? Wir haben so viel Kram. Das ist ja insane. So, lass mich ganz kurz was. So, und zwar. Wir haben so viel Gold. Wir können uns so viele Goldschienen machen. Das ist supertastisch. Finde ich persönlich. Und ich versuche ein bisschen durchzukarten, wahrscheinlich später. Weil das letztes Mal wirklich, wirklich lange gedauert hat, den ganzen Goldkram abzubauen. Aber ich lasse hier auf keinen Fall Goldnuggets liegen. Ich meine, so weit kommt es noch. Das heißt, ja, ich versuche hier mal ein bisschen, ne, dran zu arbeiten. So, und dann haben wir es auch schon so ziemlich, würde ich behaupten. Und da drüben ist noch ein Villager-Dorf. Ich glaube, da war ich aber schon drin. Generell, die Villager-Dörfer sind langsam, aber sicher uninteressant, weil wir haben uns jetzt so ziemlich viele angeguckt. Wir gehen jetzt nochmal runter zu unserem Drachen, ja? Wir haben jetzt den Goldkram gelootet. Wir sind zufrieden mit unserer Ausstattung. Jetzt geht's an den Drachen. Er liegt immer noch tot da. So, Fliegen schwirren um ihn herum. Hallo Drache, der da liegt und tot ist. Gib mir Loot. Bitte. Danke. Okay. Oh, wait. Man kann in den Drachen reingehen? Okay, man lootet, indem man in den Drachen reingeht. Hoppala. Interessant. Interessant. Okay, das heißt, wir haben jetzt Drachenfleisch, so wie es aussieht. Gibt es da noch mehr? Kann ich noch mehr looten? Ist da nur Drachenfleisch drin? Feuerdrachenfleisch. Wir hatten einen Feuerdrachen scheinbar. Aber ich weiß nicht, es gibt ja wahrscheinlich noch Eisdrachen und andere Sachen. So, aber der sieht ganz cool aus. Oh, warte. Wir haben jetzt die Knochen. Und dann haben wir, was haben wir denn noch? Lass mich mal, noch mehr Knochen. Wir haben den Kopf, also der Schädel. Und wir haben, so wie es aussieht, so ein bisschen unbekannte graue Masse, da unten rechts in der Ecke. Falls ihr, ja, falls euch das was sagt, denn aus dem Knopf können wir ein Dragon Command Stuff machen. Was der mir bringt, weiß ich jetzt noch nicht. Aber da sehe ich mich auf jeden Fall. Aus dem Pulver, aus dem, keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich Schuppen. Das sind Drachenschuppen. Da kann ich mir Leggings machen. Da kann ich mir ein Chestplate machen. Oh, das haben. Ich habe leider noch Eisenarmor teilweise. Ich glaube, das mache ich auf jeden Fall, wenn ich zu Hause bin. Dann gucke ich mal, wie viel ich habe und machen wir dann ein bisschen Drachenrüstung. Ich meine, hat natürlich auch einen modischen Aspekt, richtig? So ein bisschen Drachenrüstung ist besser als Eisenrüstung. Aus den Knochen kann ich mir. Die Knochensachen sind nicht so gut, wie es mir scheint. Ich glaube, da sind meine normalen Diamantsachen besser. Vielleicht ist der Bogen was, aber nee. Die überzeugen mich jetzt nicht. Dieses Horn könnte ich mir vielleicht holen. Ansonsten mit dem Herz weiß ich nicht, was wir machen können. Aber das haben wir auch noch gesammelt. Wir haben super viel Kram. Vielleicht können wir da auch nochmal Flo und Tops ein paar Drachenknochen schenken. Sprich ja nichts dagegen.
So, wir gehen jetzt erstmal wieder aus der Höhle raus. Und da vorne war, glaube ich, Wasser, deswegen können wir einfach Boot fahren, eine kleine Runde. Das ist ja auch immer schön, da muss ich nämlich nicht die ganze Zeit hier Jump-Runs machen. So, okay, auf geht's, ab ins Wasser. Ups. Ich bin eben nicht ins Boot gesprungen, aber jetzt schon. Hier habe ich alles gelootet. Hier brennt's noch. Ah, das ist die zweite... Achso, das sind nur Seerosenblätter. Das ist die zweite von diesen Asche, Gold, Nugget, was auch immer Festungen, die ich jetzt hatte. Crazy. Crazy. Okay, lass uns mal schauen, was hier so ist. Die Seerosenblätter brauche ich jetzt nicht unbedingt. Blub, 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 blub. Hallo. Da oben ist noch eine. Diese, ich weiß nicht genau, diese Tusen sind überall. Also die sind überall. Das ist wie eine Plage. Die stehen immer auch nur rum. So, oh. Okay, ich werde verrückt. Nummer 3. Wir sind bei Nummer 3. Ich meine, langsam habt ihr bestimmt auch das Gefühl, ich will euch hier veralbern. Aber nein, wir sind tatsächlich bei Nummer 3. Und wir haben den Sattel! Sattel, Sattel, wir können auf dem Einhorn reiten. Yay! Das ist super cool. Ich bin hyped. Wir haben den Sattel. Unser kleines Pferdchen, beziehungsweise Einhorn, wird für immer glücklich sein. Ich sollte aufhören zu singen, mein Gesang ist wirklich nicht schön. Ja! Wir sind ja so gut. Okay, dann nehmen wir uns hier. Es ist auch immer so viel Gold da. Und noch ein Sattel. Oh, vielleicht hat jemand von den Jungs auch schon ein Tier. Dann können wir den dem Sattel geben. Ansonsten sind wir jetzt hier und machen uns wieder auf nach Hause, weil, naja, ich würde sagen, wir haben eine gute Menge an Kram gesammelt. Wenn ich noch irgendwas finde, kann ich es nicht mehr mitnehmen. Ah, das wäre ärgerlich. Ich meine, mein ganzes Inventar ist voll. Und meine ganze Schalkerbox ist voll. Das heißt, ich räume jetzt erstmal wieder alles ein. Und pack den Kram dahin, wo er hingehört. By the way, ich habe nun diese Magisch-Quest abgeschlossen, weil ich noch ein paar Lapis-Lazuli hatte. Die Schaf-Quest hat aktualisiert. Das heißt, die können wir claimen und sind damit Bauer. Und uns fehlt nur noch für den oberen Tree Krieger und Fischer. Hier fehlt uns auch nicht mehr viel. Wir sind gut dabei. Öffne deinen eigenen Shop am Spawn. Da bin ich auf jeden Fall dran. Das mache ich als nächstes. Das machen wir nächste Folge. Das war's dann aber auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch, da, wenn ja. Und schreibt einen Kommentar. Macht's gut. Tschüss.